und willkommen hier zu einem weiteren Unboxing auf meinem Kanal. Und heute öffne ich das Multipack, aka das Multiset der Panini Premier League Adrian XL 21-22er Serie. Da sind 61 Karten drin, da sind 10 Karten drin, eine Online-Coin-Karte, das kostet 9,99 Pfund. Und dieses Pack packen wir jetzt hier mal aus. Und let's go! So sieht das von innen aus. 10 Packs. Und dann hoffen wir mal, dass wir einige geile einige geile Karten bekommen. Der schnellste von euch, der die Premier League Adrian XL App spielt, kann sich jetzt 650 Coins sichern. Zack, zack. Und ich glaube, die Karte hatte ich schon mal das Multipack geöffnet. Ich glaube nicht, weil diese Karte kommt mir sehr, sehr unbekannt vor. Und deswegen öffnen wir es heute. 10 Packs. Ich hoffe natürlich auf eine richtig schöne Golden Baller Karte. Habe ich schon so lange keine mehr gezogen. Und im Multipack wäre das doch passend, oder nicht? Im Multipack wäre das auch einfach passend. Mann. So, erstes Pack. Wir starten rein mit Wilfried Ndidi. Lorente Diallo Martinez. Online-Code. Kufal und Ndidi. Defensive Walk und die Hero-Karte. Ich sortiere das mal hier. Es ist eigentlich sowieso in jedem Pack sind zwei Power-Karten drin. In der Regel. Jimenez. Musa Sissoko Gamebreaker. Wieder der Online-Code. Dann noch die Base-Karten. Webster, Wilson, Gudmundsson und Fofana. Dann Pack Nummer 3, Lorente Webster. Online-Code. Line-Up von Norwich mit Timo Pukki da vorne drin. Chris Wood. Und die Powerkarten kommen von Wolverhampton als Logo. Sehr nice. Die Logos sind auch einfach cool designt mit dem Holo-Effekt hier. Und Emiliano Martinez, der Keeper von Aston Villa. Dann Defensive Walk, Luis Dunk. Icebreaker oder Eiskarte von Kevin De Bruyne. Online-Code. Tony, Mount, Doherty und Kefgard. Let's go. Pack Nummer 5. Und liebes Panini-Team, ich würde mir jetzt sehr gerne eine Golden Ball-Karte wünschen. Crystal Palace-Logo und Milo. Ich spreche jedes Mal den Namen falsch aus. Elite-Karte Crystal Palace von Luka Milivojevic. So ist es richtig. Zack. Fredericks, Westergaard, Tompkins und Ruben Dias. Wir sind genau jetzt bei der Hälfte. Pack Nummer 6. Topkeeper David De Gea. N'Golo Kanté, Hero. Zack. Dann Tim Krull, Erik Dyer, Moreno und Guaita von Crystal. Pack Nummer 6, Ruben Dias und Jan Bednarek, Gamebreaker und Defensive Walk. Das ist so immer die Lieblingsmischung, sage ich mal. Online Cody Bodhi, Zinchenko, Diop, Bamford und Ken Sema. So langsam nähern wir uns dem Ende und ich habe da schon wieder De Bruyne gesehen. Oh, und die erste, ja, coole, also was heißt erste coole Karte? Wir hatten schon mehrere coole Karten, aber die erste Feierkarte von Jack Grealish und Vladimir Kufal noch als Defensive Walk mit von der Partie. Und hier ist er. KDB. He plays for Man City. Na, Bernd Leno, Femenia und Brownhill. 9. Pack. Und wo? Wo ist er? Die Golden Baller. Da. Eines von 50 Packs. Edinson Cavani. Elite. Gamebreaker Phillips. Zack, Online-Code. Matthew Cash, Heung-min Son, Soyuncu und Jean-Philipp Mateta. Letztes Pack. Nur eine.
Ja moin, das ist jetzt, das letzte Pack ist nochmal sogar ein Pack, wo nur eine Powerkarte drin ist. Prudenz, Iwobi, Darlo, Lineup von Leeds und du, Bravka. Das war das Multipack. Coole Karten, definitiv gezogen. Aus meiner Sicht die coolste Karte ist die Feierkarte von Jack Grealish, weil ich finde die Feierkarten mit am geilsten Design in der Premier League Adrenalin XL Serie. Aber leider keine Golden Baller Karte. Leider keine Golden Baller Karte. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Das war das Multipack der Panini Premier League Serie AXL. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich bin raus und bis zum nächsten Mal. Tschüss.